20 Stunden bangen und hoffen. Die Suche nach der kleinen Timnit, die am Montagabend aus der elterlichen Wohnung in Fulda verschwand, endete tragisch. Die Zweijährige wurde am Dienstagnachmittag leblos aufgefunden. Strömungsretter fanden das Mädchen in einem unterirdisch verlaufenden Kanal der Fulda, rund 250 Meter vom Wohnhaus in der Frankfurter Straße entfernt. Die Polizei hat hier vor Ort den Fundort abgesperrt und führt weitreichende Spurensicherungsmaßnahmen durch und auch alles Notwendige, um den leblosen Körper bzw. um das Kleinkind, was hier gefunden wurde, zu identifizieren. Die genauen Hintergründe und was genau dazu geführt hat, dass das Kind ins Wasser geraten ist, ist derzeit noch unklar. Feuerwehr, Rotes Kreuz, DLRG samt Drohnen mit Wärmebildkameras und hunderte Kräfte von Landes- und Bundespolizei waren an der Suche nach dem kleinen Mädchen beteiligt. Für alle Helfer ein sehr belastender Einsatz. Natürlich erleben Polizisten in ihrem Dienst immer wieder belastende Situationen. Oftmals ist man gerüstet, oftmals oder manchmal auch nicht. In der Summe sind die Kollegen geschult. Es gibt soziale Ansprechpartner, die man natürlich, wenn einem das Ganze noch länger belastet, die zur Verfügung stehen, mit denen man Gespräche führt. Die vorgesetzten Kollegen werden natürlich jetzt ins Gespräch gehen mit ihren Kollegen und fragen, wer da solche Hilfe gerne braucht bzw. in Anspruch nehmen muss. Das sind die Wege, die bei uns möglich sind. Die Eltern des toten Kindes werden aktuell von Notfallseelsorgern betreut. Mitgefühl und Trauer macht sich auch bei den Fuldaern breit. Das kann man sich unvorstellbar, gell? Das ist so. Das Schlimmeres gibt es wahrscheinlich nicht, denke ich mir. Horror. Horror pur. Also ich wüsste nicht, was ich machen würde. Ich könnte nicht irgendwo ruhig sitzen. Also jeder, der dann sagt, wo war die Mutter oder irgendwas, ich kann das nachvollziehen. Das geht manchmal so schnell. Umgedreht weg. Also wir haben jetzt auch gesagt, wir schließen jetzt die Haustüren zu, wirklich, weil es so schnell geht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung jetzt um Hilfe. Der Zeugenraufruf ist ja bereits erfolgt, natürlich an dieser Stelle auch nochmal. Wer Beobachtungen gemacht hat, die für uns jetzt wichtig sind, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium hier in Osthessen und lässt uns diese Informationen zukommen. Osthessen News. Sehen, was bewegt.